Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar FX Flat Live Trading mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Ich freue mich, dass wir die Webinarreihe wieder starten können nach der Pause letzten Monat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich jetzt tatsächlich an den Thorsten übergebe, nochmal obligatorisch den Risikohinweis, den Sie bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Falls Sie sich die Aufzeichnung anschauen, können Sie kurz pausieren und das Ganze dann entsprechend lesen. Ich tippe den ab. Du tippst. Und dann natürlich noch ein kleiner Hinweis. Am Freitag haben wir ja den Stereo Trader Day, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Sie können sich noch dafür anmelden. Es ist noch Zeit, aber wird dann jetzt doch langsam knapp. Also falls Sie sich noch entscheiden möchten, vorbeizukommen, worüber wir uns sehr freuen würden, denn da wird sehr viel Inhalt geben und einige neue Sachen werden vorgestellt. Also lohnt sich auf jeden Fall, vor Ort zu sein. Können Sie entsprechend hier sich anmelden. Ich werde den Link in den Chat noch reinkopieren. Hier finden Sie alle Informationen, sowohl auch hier das Programm und natürlich den Veranstaltungsort. Also, wenn Sie noch nichts vorhaben am Freitag und interessiert sind, dann sind Sie herzlich willkommen. Und dann sage ich offiziell nochmal guten Morgen, Thorsten, und übergebe den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Ja, erstmal guten Morgen. Schön, dass Stereo Trader Day ist übermorgen und schön, dass ich erfahre, dass es neue Sachen gibt. Und ich wäre beinahe mit den Sachen von der letzten Veranstaltung gekommen. Das heißt, ich gehe los und kaufe mir heute mal noch ein neues Hemd. Und die zweite Geschichte, die ich sehr positiv hier entnommen habe, ist, dass ich ja erst 11:45 Uhr da bin und ich wäre beinahe morgen losgefahren. Da habe ich ja Zeit. Da hast du noch Zeit. Ja. Also, guten Morgen in die Runde. Schön, dass wir hier mal wieder ein halbes Stündchen oder ein Stündchen gemeinsam verbringen werden. Ich weiß ja nicht, ihr habt das ja immer ganz gerne, dass ihr Live-Trading macht, richtig? Wir werden mal schauen, ob sich das überhaupt heute bezahlt macht. Wir haben heute Draghi Day. Heute Mittag wird mein Lieblingsitaliener irgendwie ein Statement von sich geben. Das lässt darauf schließen, dass die Märkte wahrscheinlich ziemlich ruhig sein werden. Also auf jeden Fall heute Vormittag. Gegen Mittag wird es nachher ein bisschen turbulenter. Ich habe das aus dem Auge verloren. Ansonsten hätte man ja auch diese Session hier mal auf den Mittag legen können. Aber News Trading ist, glaube ich, eher Dirk seine Baustelle. Das ist nicht so ganz meine, sondern ich gehe eher vorbereitet in so eine News rein. Und was wir da bisher gemacht haben, gucken wir uns gleich mal an. Wir werden eventuell sogar gleich noch was dafür tun. Rande dazu. Klar, so wie Nelson schon erwähnt hat, wir haben Stereo Trader Day übermorgen, Stereo Trader Nummer Day Nummer 1. Wir werden oder ich werde auch vor Ort sein, wenn der ein oder andere Lust hat, uns mal live zuzugucken und uns vielleicht mal oder vielleicht mal Mittag schon ein Bier zu trinken, dann ist er da herzlich willkommen. Mein lieber Andreas, zur Aufklärung, zur biologischen Aufklärung, das sind keine Fische, das sind Wale. Der Unterschied ist immer, dass Fische haben ihre Flosse quer und hochkant und Wale haben ihre Flosse quer. Und Wale sind Säugetiere. Aber du hast recht, das ist noch ein Bild von meiner letzten Tour. Gehen wir auch gleich mal drauf ein. Wir sind ja immer darauf aus, dass wir nach Möglichkeit unseren Job so frei wie möglich machen können oder uns so frei wie möglich bewegen können. Das ist ja unser aller Ziel, glaube ich. Mit
Wir betreuen inzwischen fast 1200 Kunden und in jedem Gespräch, in jedem Telefonat, was wir sehr intensiv mit Kunden im Vorfeld oder mit Interessenten im Vorfeld führen, kommt immer wieder das Gleiche zum Ausdruck. Ja, ich will ja irgendwann davon leben. Ich habe die Schnauze voll von meinem Chef, ich habe die Schnauze davon voll, ich will das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Also kurz und knapp zusammengefasst haben alle immer das gleiche Ziel, nämlich zu arbeiten, wann sie wollen, wie viel sie wollen und wo sie wollen. Wir leben, lieben und leben dieses Szenario seit ungefähr 7 Jahren. Das heißt, wir sind über den Winter oft zu Hause und über den Sommer betreiben wir unseren Job, unsere Handelsaktivitäten von jedem beliebigen Platz. Und unsere erste Tour, wir sind sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs, vielleicht kennt der ein oder andere das schon aus dem Traders Magazin, die ja jedes Jahr so ein, zwei Berichte über uns oder über unsere Touren schreiben. Und die erste Tour starten wir dieses Wochenende gleich im Anschluss an den Stereo Trader Day unter dem Motto Pizza, Pasta, Candlesticks. Und wer uns auf dieser Tour begleiten möchte, der kann dabei sein, wenn wir während der Tour live handeln und unsere Setups erklären. Dazu kann man auf unsere Homepage in den Shop gehen und die Webinarreihe buchen. Den Gutscheincode habe ich gerade dazu da reingepackt. Und wenn ihr hier bei uns in den Shop geht, könnt ihr damit das Servicepaket buchen. Das geht über ein ganzes Quartal, heißt über 3 Monate. Und innerhalb dieser 3 Monate machen wir circa, also bis Ende April, Mai, Juni, also bis Mitte, Ende Juni, machen wir circa noch 30, 35 Webinare. Und der Gutscheincode hier hat einen Wert von 75 €. Das heißt, ihr kriegt 50% auf dieses Quartal für alle neuen Interessenten, die da eventuell mitmischen wollen. So, und hier fackel ich gar nicht lange. Ich, bop, 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 da, zack. Folgendermaßen, ich habe jetzt Market draufgedrückt, eigentlich schon 2 Sekunden zu spät. Das Szenario erkläre ich gleich, warum. Und das wird auch heute der Hauptinhalt dieser Veranstaltung sein. Wir haben gestern Morgen kein Live-Handel betrieben, sondern wir haben, so machen wir das mal. Wir haben gestern Morgen im Webinar und gestern Nachmittag im Webinar sehr viel Theorie gemacht. Hintergrund ist, dass wir im Euro-US-Dollar oben in dem Bereich 1,2370, so roundabout, so über den Daumen, das gucken wir uns aber gleich in der übergeordneten Zeitebene an, haben wir ein Korrekturlevel erreicht, was erstmal langen dürfte. Wir haben nicht nur da oben ein Level erreicht, sondern wir haben auch diese Korrektur in 3 Bewegungen absolviert. So, nehmen wir den, da nehmen wir den mal. Da kann man es am saubersten sehen. Und das sind so typische Kursmuster. Wir haben hier so die erste Bewegung. Ich mache das jetzt mal so ungefähr. Da erste Bewegung, zweite Bewegung und dritte Bewegung, alle 3 Bewegungen, die jetzt ganz sauber macht hier, dann sieht man auch, dass die auf den Tick genau aufgegangen sind. Das heißt, wir haben das Tageshoch gestern bei
Das High haben wir bei 1,2772 und schon muss ich meinen Stop hier anpassen. Und zwar lege ich den 5 Punkte über das Tageshoch von gestern. Da oben geht mein Stop hin. Was bewegt mich gerade jetzt dazu? Wenn wir uns dieses Bild angucken, sind wir seit gestern Nachmittag, hier sind wir in einer Long-Bewegung, um das Tageshoch von gestern hier nochmal anzusteuern. Diese Long-Bewegung, wenn ich mir die 1-Minuten-Chart angucke, läuft die hier schön auch in Wellen ab. Ich sehe hier anhand der übergeordneten Zeitebenen, sehe ich auch diese Zwischentiefs im 5-Minuten- und im 15-Minuten-Chart, die ganz übergeordnet da ein Tief, 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 da ein Tief und wir haben noch keine neuen Tiefs gemacht. Übergeordnet werden wir da einen Trendbruch vollziehen, der dann abwärts gehen dürfte. Wir haben im 1-Minuten-Chart, auch wenn viele das anders sehen, mal so unsere Begleiter mal gefragt, was sehen wir hier? Also wer bei uns schon lange dabei ist, der erkennt es wahrscheinlich ziemlich schnell. Andreas sieht immer noch nur Fische. Hat jemand von unserer Community irgendwo eine Idee, warum ich gerade jetzt in diesem Bereich geschortet habe? Das Schöne ist, dass hier viele Sachen zusammenkommen. Und das, was ich jetzt hier im Chat lese, ich glaube, Nelson liest ja mit, es sei denn, beschäftigt sich gerade irgendwie mit Fußballtheorie oder so. Nein, ich lese mit. Das? Ich lese mit, ja. Okay. Es kommen viele Sachen zusammen. Wir haben hier oben fast einen Doppeltop. Der hat hier oben gedreht. Ich mache das mal ein bisschen größer. Der hat hier oben knapp unter dem Tageshoch von gestern gedreht, genau an unserem ersten Zielbereich hier oben. Zielbereiche sind für mich immer so eine Nummer auszusteigen oder eventuell sogar Positionen zu drehen. Das heißt, er hat hier oben an diesem Zielbereich gedreht und wir haben rein optisch gesehen, wenn ich diese ganze Aufwärtsbewegung hier nehme, haben wir rein optisch gesehen hier nach Definition eine schöne SKS. Diese SKS, die dürfte uns, wenn sie denn durchgehandelt wird, von der Bruni und Günther werden sich jetzt amüsieren. Ich muss immer meine Brille suchen morgens. Wir haben hier die 64. Das heißt, wir haben hier unten auf jeden Fall Luft bis hier in diesem Bereich zwischen 57 und 60. Bis in diesem Bereich, wenn er diese Geschichte durchhandeln sollte. Ich weiß, viele halten da nichts davon, so eine Formation in den kleinen Zeiteinheiten zu handeln. Ich mag sowas. So, das heißt, wir dürfen bis darunter gehen. Und wenn wir von der 65 kommen und hier runterkommen, dann dürfen wir da unten schon mal sehen, dass wir unseren Stop dann auch nachtrailen. Schauen wir mal, wir haben es jetzt gleich 7.59 Uhr. Wir gucken kurz vorher nochmal in den Wirtschaftskalender. Den findet ihr auch auf unserer Homepage. Wie gesagt, heute Mittag wird Draghi reden um 13 Uhr. Bis dahin dürfte nicht allzu viel passieren. Auf jeden Fall fehlt das Volumen im Markt. Das heißt ja noch nicht, dass es
nichts zu tun gibt. Denn auch wenn das Volumen im Markt fehlt, können gerade aufgrund des mangelnden Volumens ziemlich hohe Kurssprünge entstehen, die dann aber dem mangelnden Volumen geschuldet sind. Je kleiner das Volumen ist, desto größer ist der Einfluss auch von kleineren Positionen. Ist ja eine gewisse Logik. Also hier für dieses Szenario kamen für mich jetzt drei Punkte zusammen. Einmal der Zielbereich. Nach diesem Zielbereich handeln wir sehr gerne. Wir gucken uns gleich mal das Spiel an, was wir gestern damit betrieben haben. Wir haben einmal hier diesen Zielbereich. Wir haben einmal die Umkehr am Tageshoch von gestern, knapp darunter. 6 Punkte oder so unter dem Tageshoch. Das High haben wir bei 70. Also ganz 6, 7 Punkte darunter. Das gibt in der Regel einen Schlag. Man erkennt, dass hier an diesem Tageshoch die Short Limits gelegen haben und die SKS bringt mich jetzt dazu, diese Nummer zu handeln. Wenn er jetzt diesen Bruch hier vollzieht, das Ding nach unten zieht, von mir aus hier bis an die 66, ja, bis an die 60, das kommt davon, ohne Brille, ne, Günther? Wird er wieder mit mir meckern. Hier an der 1,2360, wenn er jetzt hier runterschießt und dann wieder korrigiert bis da hoch, so ungefähr ist mein Plan, dann darf er diese, das hier ist mein Plan, mal gucken, ob er den denn macht, dann würde ich auch den durchhandeln bis dahin. Jetzt gucken wir ganz kurz mal den übergeordneten Chart. Wir haben hier einen ganz knappen Trendbruch. Das werden wir gleich sehen, wenn die 5-Minuten-Kerze zu Ende ist. Dafür haben wir nämlich ein neues Tool. Wenn ich das jetzt finden täte, dann finden wir das jetzt. Ich ist gerade weggeschossen. So. Da sehen wir nämlich übergeordnet, wo wir uns im Trend bewegen. Das Tool wird es auch in Kürze bei uns geben. Ganz übergeordnet bewegen wir uns hier noch in einem Aufwärtstrend durch diesen Move gestern. Werden wir jetzt gleich einen Abwärtstrend in einem intakten Aufwärtstrend bekommen. Das kann man bei uns bei Analyse nachsehen oder nachvollziehen. So eine verschachtelten Trends ineinander ist eine ziemlich vertrickte Geschichte. Demnach befinden wir uns noch in einem Aufwärtstrend. Wir brauchen jetzt einen Schlusskurs hier unter diesem Tief, damit wir von einem intakten Abwärtstrend reden dürfen. Dann haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist trotzdem noch intakt. Das heißt, wir brauchen einen Schlusskurs unter diesem Tief, unter der 63,8. Und wenn wir den haben, haben wir einen intakten Abwärtstrend. Und damit, warten wir die Minute mal noch ab, und damit dürfte ich rein theoretisch nach Euro Pro, darf ich hier die Short-Position aufstocken. So, diese Nummer, die stinkt und hält mich jetzt vom Aufstocken ab. Warum stinkt die? Wir sind in der letzten Minute von der 5-Minuten-Kerze und die letzten Sekunden von der 5-Minuten-Kerze, so wie hier, geben oft einen Ausblick auf die nächste Kerze. Das heißt, in diesem Fall, jetzt muss ich schnell sein,
kann ich eine, kommt davon, wenn man nicht so gut vorbereitet ist. Zack. In diesem Fall kann ich mir jetzt hier drunter eine Short-Position legen. Dahin lege ich mir die, aber mit einem kleineren Stop. Nämlich, warum geht das jetzt nicht? Okay, machen wir so. Ich würde diese Position jetzt aufstocken, aber nur mit einem Stop von 5 Punkten. So. Und die würde ich auch mit dem Take Profit rausnehmen und diese Order, das werden wir uns ja morgen mal angucken, auf dem Stereo Trader Day, diese Order lasse ich hinterherlaufen mit einem Period Low High von einem Punkt unter den 1-Minuten-Kerzen. Das heißt, sie ist immer ein Punkt unter der letzten Kerze, wird diese Short Stop Order hinterhergeführt. Wenn wir jetzt den Schlusskurs kriegen und eine meiner Indikationen hier schaltet um. So wie eben hätte der Filter umgeschaltet. Das werden wir gleich sehen, wenn eine der Indikationen umschaltet auf Long. Das heißt, wenn meine Wolke blau wird oder mein Filter dahinter blau wird, schmeiße ich diese Order wieder raus. Das heißt nicht, dass ich meine andere Order ebenfalls schließe. Die bleibt da drin. Mit der habe ich eine Entscheidung getroffen. Das hier wäre jetzt eine Nummer, um aufzustocken. Aber diese würde ich, wie gesagt, nur mit 5 Punkten zulassen. Kriegen wir jetzt einen Schlusskurs da oben drüber. Wir sehen jetzt, wie richtig Dampf da reinkommt. Wird diese Kerze jetzt ausgeprägt lang blau und schließt da oben drüber, so wie sie das jetzt gerade tut. Dann fliegt diese Order hier gleich raus. Ich warte jetzt noch den Schlusskurs von der Kerze ab. Und dann, das ist das, was ich hier bei dieser Kerze gesagt habe. Die letzten Sekunden von so einer Kerze sind oft ausschlaggebend. Zack, aufgestockt wird schon mal nicht. Und diese Nummer hier bleibt bestehen. Warum bleibt diese Nummer bestehen? Weil wir oft in solchen Szenarien, so wie wir jetzt gerade haben, das Tageshoch von gestern eventuell nochmal voll ansteuern. Wir haben ja vorhin 7 Punkte da drunter gedreht. Das Tageshoch von gestern da oben nochmal ansteuern. Eventuell sogar die Stops da oben drüber holen, weil der Rücklauf vom Tageshoch, der war gestern auch nicht ganz ohne. Alles, was da geschortet hat, hat da oben drüber jetzt die Stops liegen. Deswegen legen wir uns auf 4, 5 Punkte da oben drüber. Und alle Stops liegen da oben jetzt in diesem Bereich. Wir haben uns 5 Punkte da drüber gelegt. Da kann uns am wenigsten passieren. Warum nicht mehr Luft? Weil ich nicht bereit bin, größeres Risiko einzugehen. Wenn er da durchschießt, ich brauche eine Sicherheit, wenn er da jetzt durchschießt und so eine 5-Minuten-Kerze da hinlegt, so wie er das gestern gemacht hat, dann will ich wenigstens auf der sicheren Seite sein, dass ich erstmal rausfliege. Es ist ein halbes Lot, also es ist überschaubar, mit dem ich da unterwegs bin. Und wir haben ein Risiko von 17 Punkten, also es ist ein Risiko von 85 Euro. Das sollte man verkraften können. Wie wir sehen, wenn wir jetzt den Schlusskurs da oben drüber kriegen, über diesen Hoch kriegen hier, dann ist mein Szenario von der vermuteten kleinen SKS im 1-Minuten-Chart ebenfalls hinfällig. Aber dass er hier hochläuft, diesen Zielbereich hier oben nochmal ansteuert, da diesen Zielbereich nochmal ansteuert, ist auch nicht
abnorm. Solche Positionen platzieren wir oder platziere ich ganz gerne, gerade an solchen Tagen wie heute, wenn Super Mario heute Mittag einen Schwank aus seiner Jugend erzählt, oder er wird wahrscheinlich eher was davon erzählen, was er in der nächsten Zeit vorhat. Das beunruhigt uns ja viel mehr als das, was er mal gemacht hat. Wenn er heute Mittag einen Schwank aus seiner Jugend erzählt, will ich ganz gut vorbereitet da reingehen. Ich handle selten während den News, sondern mein Hauptaugenmerk liegt eher darauf, vor den News platziert zu sein und so eine Position in den News mitzunehmen. Da fühle ich mich wesentlich wohler, weil wenn er dann um 13 Uhr anfängt zu reden, dann kann ich kurz vorher da noch aufs Knöpfchen drücken und mein Stop-Break-Even ziehen und kann dann ganz entspannt zuschauen, was passiert. Hier im DAX haben wir schon eine Position seit gestern drin. Auf den Euro brauchen wir jetzt nicht lange drauf gucken. Der macht jetzt das, was er soll. Ich habe meine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung werde ich nicht umwerfen. Wir neigen ja immer ganz gerne dazu, erstmal eine Entscheidung zu treffen und dann den ganzen Tag oder eine halbe Stunde, eine Stunde vom Schirm zu hocken und auf den Stop und auf die Limit zu glotzen. Und das Einzige, was es uns ja bringt, die Kurse beeinflussen können wir nicht, es sei denn, wir haben magische Kräfte hinter unseren vier Dioptrien und können mit den Augen die Kurse beeinflussen. Das glauben wir aber nur, das ist ja nicht so. Wir denken nur, wir könnten da eventuell irgendwas bewerkstelligen. Das Einzige, wozu es uns hier bewegt, ist, dass wir unser Setup, was wir uns vorher erarbeitet haben, was wir uns vorher hart erarbeitet haben, über den Haufen zu schmeißen und unsere Entscheidung am laufenden Band zu überdenken. Wir haben gestern dieses Szenario hier oben, dieses Hoch, das Nachlaufende Hoch und dann noch das nochmalige Anlaufen hier, haben wir gestern benutzt, um zu shorten. Wir haben da geschortet, wir haben die 12.450 noch als mögliches Szenario auf dem Deckel, deswegen liegt unser Stop jetzt da oben drüber. Also es ist gar nicht ausgeschlossen, dass er auch hier durchzieht und hier oben die Stops nochmal holt, deswegen brauchen wir ein bisschen Luft. Für mich ist das ganze Short-Szenario, was wir ja übergeordnet immer noch haben, das gucken wir uns gleich im Stundenchart mal an. Dieses ganze übergeordnete Szenario ist für mich noch nicht zu Ende. Wir haben uns gestern früh in unserem, ich darf ja sagen, in unserem, jetzt ist das ja euer Webinar, gestern war es ja unseres, ne? In unserem Webinar haben wir uns die Geschichten mal angeguckt, wie sowas passieren kann. Wir hatten ein ähnliches Szenario Anfang September, Mitte September 2015, um den 13., 14., 15. September. Wir haben am 14. September 2015 in der Traderwoche im Schwarzwald haben wir ein ähnliches Szenario gehabt. Wir haben genau diese Dümpelkurse, die wir hier von gestern da oben sehen, die haben wir benutzt, um zu shorten. Wir haben eine kleine Position in den Markt gegeben mit 4 oder 5 Dachsen haben wir gestartet. Auch genau in so einer Nummer. Ich switche mal das Ding um. Hier unten habe ich schon die Aufstockung hingelegt, wie man sieht. Also muss ich noch einen anderen Chart nehmen. Da ist nichts drin. Nehmen wir den. Wir sehen, ach, da haben wir sogar noch die Analyse von gestern. Wir sehen im Moment, die Linie können wir rausnehmen und den Fibo hier können wir auch gleich rausnehmen. Wo kommt der überhaupt her, das Ding? Den haben wir uns gestern aus einem anderen Chart geholt. Da, der stört jetzt nur. So, mal sehen, wie alt die Chartbilder sind hier, ne? Wir haben hier ein Dreieck. Schöner wäre es gewesen, wenn wir gestern einen Schlusskurs hier unten gehabt hätten, unterhalb von dieser Linie, also sprich wenigstens unter der 12.3. Das haben wir nicht gepackt, wir waren heute Nacht aber sehr nahe dran.
Solche Geschichten hier sprechen gerne Bände für sogenannte Fehlausbrüche. Da werden die ganzen Optimisten in den Markt geholt. Wir haben hier zwei Dreiecke oder ein Dreieck laufen. Wir sehen hier unten einen Fehlausbruch. Unter diese Linie hat sofort die Oberkante angelaufen. Wir sehen, wie die Oberkante hält. Da hat sie nicht mehr gehalten. Und wir haben vorgestern hier einen Schlusskurs oberhalb bekommen. Leider Gottes tauchen wir hier unter die 12,3. Dann haben wir auf jeden Fall sehr gutes Potenzial, um hier runterzulaufen bis an die 11,8. Dann war das hier ein klassischer Fake. Dann haben wir den nächsten Anlauf an die 11,8 und das wäre dann der erste, zweite, dritte, vierte, der fünfte Anlauf. Ob die 11,8 dann noch hält beim fünften Anlauf, das wage ich langsam zu bezweifeln. Aber das habe ich das letzte Mal auch bezweifelt und dann habe ich fürchterlich was an die Ohren gekriegt bei dem letzten Anlauf. Naja, da habe ich auch schon gedacht, vier Anläufe hat er weg, der fünfte, der kachelt durch. Der Schwung dafür war auch da. Die Nummer war aber relativ teuer. Wenn er, wie gesagt, schreibe ich diese Marken auf, wenn ihr wollt. Punkt A, wenn ihr wollt, ihr müsst das nicht, ihr habt ja den Risikohinweis gelesen. Und das zweite, wenn ihr schreiben könnt, ne? Dann, wenn wir hier drunter unter die 12,92 fallen, hier im Stundenschlusskurs irgendwie unter dieser Linie, könnt ihr euch ja parallel dazu vielleicht einzeichnen, Schlusskurs, Stundenschlusskurs oder so unter dieser Linie dürfte uns dahin bringen, dass wir auf jeden Fall bis hier runterlaufen. Da unten alle Alarmglocken läuten lassen, die nur irgendwie läuten können. Zur Not müsst ihr den Pastor bestechen, dass der für euch läutet. Wenn er da unten die Nummer anläuft, müsst ihr auch mit einem Raketenstart nach oben rechnen, dass da unten nur mal die Stops geholt werden. Aber wir können den Weg dafür, dahin auf jeden Fall schon mal benutzen, um uns eventuell ein Polster für Durchfall, für einen gewissen Durchfall zu schaffen. Deswegen haben wir gestern schon da oben angefangen zu shorten. Da wir haben hier unsere Emma drinne. Unsere Emma hat er heute Nacht hier oder gestern Abend hier durchschlagen. Heute Nacht, genau. Hat er die durchschlagen, hat die jetzt nochmal bestätigt. Auch im Future ist er im Moment unter der EMA 200. Und im Future haben wir noch, also im FDAX haben wir noch ein offenes Gap bis zur 12.233. Das heißt, wir haben ein offenes Gap bis zur 12.233, was darauf lauert, geschlossen zu werden. Das könnte er heute im Laufe des Tages tun. Das Zweite ist an dem, für mich, nach meiner Art zu analysieren, an der markanten oder unter der markanten Marke 12.450 gescheitert. Erst über 12.450 lege ich mein Bärenfell, hänge ich das in den Schrank und hole mir ein Bullenkostüm raus. Tagesschlusskurs über der 12.450. Bis dahin gibt es für mich noch nichts Bullisches zu denken oder zu handeln. Da bin ich auch relativ stur. Das Zweite ist, so ein Dreieck wird in der Regel ganz gerne mit einem Fehlausbruch verlassen. Den haben wir gerade präsentiert, dass er da gewesen ist. Und wir haben unsere Emma, die er nach unten kaputt gemacht hat und die inzwischen auch ganz gut hält. Die jetzt da oben den Deckel bildet im Moment. Wir haben ja eben gerade bei der Öffnung gesehen, wie die ganz kurz gezogen hat. Allerdings ist der Abpraller da oben etwas schwach. Das kann aber der Nachrichtensituation heute geschuldet sein. Und der dritte Punkt ist, wir bewegen uns momentan in einem absoluten Long-Zyklus seit letzter Woche Donnerstag. Nachdem der Junge abgeschmiert ist und dann unten an dem Tief, mal gucken, ob wir das hier überhaupt noch draufkriegen. Da, hier unten gescheitert ist,
4. April mittags, nachdem er da unten gescheitert ist, eine Kehrtwende hingelegt hat und von der 11.8, ich runde ganz bewusst, von der 11.8 durchmarschiert ist bis zur 12.4, also in 600 Punkte in so einem kurzen Zeitraum. Das heißt, wir bewegen uns in einem absoluten Long-Rhythmus. Ich springe nie auf so eine Bewegung auf, sondern ich versuche mir immer Umkehrpunkte oder Korrekturpunkte zu suchen. Die habe ich jetzt da oben erwischt. Ich handle jetzt die Korrektur nach unten. Der dritte Punkt, der dieses Szenario unterstreicht, ist, dass wir in Long-Bewegung oder Long-Wochen in der Regel mittwochs einen entgegengesetzten, also einen Short-Day-Tag haben, einen Short-Tag haben, Short-Day. So, und wenn er jetzt hier runterläuft, nehmen wir mal die letzte Bewegung, die er hier nicht letzte Nacht, sondern die Nacht davor gemacht hat. Ich nehme die mal von hier unten bis da hoch. Wenn wir Schlusskurse hier drunter kriegen, da diese Marke dürfte ziehen. Hier sind wir im 61er Fibo. Wenn er diesen Bereich hier anläuft, sind wir auch genau im Daily an der Kante hier, genau an der Linie. So, jetzt bin ich weg. Wo habe ich jetzt meine Linien gezeichnet? Da auch nicht. Da sind wir genau auch an der Dreieckskante, die wir dann von oben wieder angelaufen sind. Und so ein Tag wie heute, der Mittwoch, ist oft in langen Wochen ein Short Day, also ein fallender Tag. Und das alles unterstreicht diese Geschichte, warum wir gestern geschortet haben. So, jetzt könnt ihr ganz frech sein, könnt ihr einfach sagen, pass auf, vergesst den ganzen Scheiß, den ich euch gerade erzählt habe. Ich habe nämlich beides geschortet. Ich habe den Euro geschortet und ich habe den DAX geschortet. Und da die ja in der Regel beide konträr laufen, ist es eigentlich nicht so klug, beides parallel laufen zu lassen. Ich mache das nämlich nur, damit ich hinterher ganz klug sagen kann, also eine von den beiden Positionen wird ja laufen. Wenn die beiden konträr laufen, fliege ich jetzt mit einem raus und der andere läuft. Dann kann ich nämlich dann morgen ganz, ganz klug daher schnacken und kann sagen, guck mal, habe ich euch doch gestern gesagt. Weil mit einer von den beiden Positionen habe ich recht. Nein, ist Quatsch. Ich mache es ganz bewusst, weil solche News oft dazu führen, beides in eine Richtung zu drücken, dass beide auch parallel laufen und während den News abschießen. So. Genau, Euro mit dem DAX gehedged, so kann man es auch nennen. Neun war länger weg aus Arbeitsgründen. Dein Euro Pro in der anderen Euro-Strategie eben sah ganz anders aus. Das ist eine neue Version. Das ist eine Geschichte, die ich gerade teste. Wo hatte ich die? Da, genau. Das ist eine Geschichte, die ich gerade für mich im Test habe. Es sind ein paar neue Sachen drin, so dass wir hier erkennen können. Wir haben ja die Analyse gemacht und bei der Analyse haben die meisten sich geoutet oder auch danach geoutet, dass sie immer Kummer haben, einen Trend zu definieren oder einen Trend sauber zu erkennen, um das auszugleichen oder um da eine kleine Unterstützung zu geben, damit nicht jeder das manuell raussuchen muss, haben wir hier eine Indikation im Test, welche Zeitebene ist in welchem Trend unterwegs. Hier zeigen wir den aktuellen Trend an, in dem wir uns bewegen. Durch diesen Move gestern sind wir immer noch aufwärts gerichtet. Aber wie gesagt, auf solche, sag ich mal, vollzogenen Bewegungen springe ich nicht auf, sondern ich suche mir eher Wendepunkte, um den längeren Weg mitzunehmen. So, das ist die eine Geschichte. Und das zweite ist, dass wir hier unten
dass wir hier unten die News drin haben, wann welche News kommen und welche Wertigkeit die haben. Das wird dann in Zukunft ebenfalls einblendbar sein. Das ist eine Geschichte, die haben wir gerade im Test. Wenn ich die Tests abgeschlossen habe, wird man auch diese Geschichte bei uns finden. So, jetzt wird der eine oder andere vielleicht gucken, ja, wenn es da nichts zu tun gibt, handelt ihr da nichts anderes? Seid ihr so langweilig? Macht ihr dann nichts oder sonst irgendwas? Nein, so ist es. Wir machen dann in der Regel nichts, weil ich mich selber auf zwei Märkte konzentriere. Das Einzige, was wir noch dazu packen, ist unser DAO-Pro. DAO-Pro liefert einmal am Tag, nämlich nennen wir das nochmal 4, wenn die Amis in den Markt kommen, liefert es fertige Signale. So, okay, wir haben, nehmen wir mal das Beispiel gestern, wir handeln das in 5 Minuten. Wir haben zwei Einstiegsbereiche, Einstiegsbereich 1, Einstiegsbereich 2. Wenn ein Einstiegsbereich 1 anläuft, kann man im 5-Minuten-Chart unter der Kerze, die dort reingelaufen ist, so wie gestern hier, nehmen wir mal das Beispiel von gestern, kann man sich dort reinshorten, dann soll er nach Möglichkeit in den Zielbereich laufen. Wenn er den Einstiegsbereich 2 durchläuft, sollte man, 1 durchläuft, sollte man den Lauf in den zweiten Einstiegsbereich abwarten und sich dann dort reinshorten. Gestern hat er sich hier hochgeschaukelt. Auch wenn das Szenario nachher aufgegangen ist, das kann vorher böse wehgetan haben. Wir müssen ja, da nehmen wir mal die Kerze, gestern um 15.40 Uhr, also mitteleuropäische Zeit. Die meisten bewegen sich ja innerhalb von Mitteleuropa. Mitteleuropäische Zeit 15.40 Uhr. Da ist diese Kerze in den Einstiegsbereich gelaufen, Einstiegsbereich 1. Und wenn man sich hier drunter einstoppen lässt, unter dieser Kerze, muss der Stop da oben drüber. Und wir sehen es hier, wir haben eine schlechtere Chance als und gegenüber einem größeren Risiko. Das heißt, wir sind in einem negativen CAV und dann lassen wir die Finger davon, ne? Ich weiß, Peter K. aus unserer Community, aus unserer Truppe gestern, ich glaube, der hat genau diese Nummer gehandelt. Wer das Szenario versteht, wer weiß, was da dahinter steckt, warum, wieso, weswegen, der kann dann zu diesem Zeitpunkt eher in den 1-Minuten-Chart wechseln. Da sehen wir die Hochs da. Und dann im 1-Minuten-Chart versuchen, sich einstoppen zu lassen, immer in diesem Bereich Wendepunkte suchen. Und dann sieht man auch, dass er danach ganz sauber in den Zielbereich geschossen ist. Wenn man hier vorher ein, zweimal was an die Backen kriegt, dann lässt man das natürlich. So, hier haben wir genau das, was wir befürchtet haben, nämlich mangelndes Volumen. Mit der Sebi, wir bewegen uns hier in einer Range. Seitdem Brasilien das Spiel eröffnet hat, bewegen wir uns hier in ein. Was ist? Auch nix. Aber ich habe mal eine Frage zu deiner SKS. Es gibt ja verschiedene Meinungen dazu, wie schräg dann die Verbindungslinie zwischen den Schultern sein darf. Und ja. Das geht ja für dich noch in Ordnung. Aber es gibt ja noch andere, die sagen, das wäre dann schon zu schräg nach unten. Im Gegenteil. Wir haben das auch in Analyse 1 und 2. Findet man auch bei uns auf der Homepage, um das mal ganz kurz zu erklären. Ich rede ja ungern über Frauen, ohne die vorzustellen. Also Analyse ist bei uns eine Analyse-Webinar-Reihe, wo wir alle Werkzeuge, alle Arten zu analysieren erklären. Das ist eine Webinar-Reihe mit insgesamt, im Moment glaube ich, mit insgesamt 10 Webinaren. Analyse 1 hat 5 oder 6 Webinare, eine Stunde, anderthalb Stunden. Das heißt, dort erklären wir, welche Analysewerkzeuge gibt es überhaupt?
Welche benutzen wir und wie benutzen wir die? Und in den folgenden Reihen gehen wir die alle durch und erklären die genau, wie wir welches Werkzeug auch benutzen. Kann man ebenfalls bei uns über die Homepage buchen. 5 Webinare kosten da immer 100 Euro. Wir machen das immer den Brokern zuliebe. Wir handeln vorher sowas, das heißt aushandeln, wir besprechen sowas vorher, dass solche Sachen dann von FX Flat zum Beispiel unterstützt werden, so wie in dem Fall auch. Ihr wollt ja auch was lernen. Wer sich entscheiden sollte, die Analyse 1 zu buchen, also das die erste Webinarreihe von 5 Webinaren, das sind ungefähr 10 Stunden und 9,5 Stunden Webinar, wo man, glaube ich, eine ganze Menge lernen kann. Wer das bucht, kriegt Analyse 2 kostenlos dazu. So eine Webinarreihe kostet immer 100 Euro. So, und da haben wir unter anderem auch die Analyse erklärt, die SKS erklärt. Ich handle eine SKS ganz anders, als es die Regel ist. Die Regel sagt ja, dass man eine SKS handelt, wenn die Nackenlinie gebrochen ist. Ich handle das Ding schon, wenn ich die zweite Schulter erkenne, weil umso früher komme ich rein, umso kleiner ist mein Risiko, weil der Stop soll ja über den Kopf und wenn der Stop dann über dem Kopf liegt, jetzt laufen wir gerade gleich das Hoch von gestern an, wenn der Stop über dem Kopf liegt, nehmen wir mal dieses Beispiel hier, linke Schulter, rechte Schulter, dann versuche ich immer hier in den Bereich der rechten Schulter reinzukommen, wenn ich nur die SKS handle und den Stop dann da oben drüber zu legen. Wenn ich eine fallende Nackenlinie habe, habe ich logischerweise danach auch einen Trendbruch, weil dann ist dieses Tief nämlich hier gebrochen. Schon alleine durch diesen Kurs, ich habe hier dieses Tief, dann bildet er den Kopf aus und wenn ich hier eine fallende Nackenlinie nach unten habe, ist der Trend, der Aufwärtstrend hier gebrochen. Wenn ich eine steigende Nackenlinie habe, so wie hier, nehmen wir mal, wenn ich die Linie jetzt so reingepackt hätte, so, dann wäre hier nämlich noch kein Trendbruch erfolgt. Und je steiler für mich die Linie fällt, desto markanter ist vorher der Bruch gewesen. Deswegen handle ich das anders und deswegen handhabe ich das auch anders. Und wenn, so jetzt habe ich mir ja gleich ein TP da reingebastelt, das wollte ich natürlich nicht. So, wenn ich hier die Nackenlinie jetzt einzeichnen würde, was ja nachher nicht passiert ist, wir machen ja nur gerade eine andere Runde. Wenn aber diese Nackenlinie fällt, je steiler die fällt, desto markanter muss hier auch, wenn ich die nämlich bis hier runterziehe, dann hätte ich hier das Tief gehabt. Ich weiß, die ist dann vielen zu steil. Für mich ist es eher ein Zeichen dafür, dass der Trendbruch hier mit Musik erfolgt ist und dass der Trendbruch hier auch richtig gewollt ist, dass der Markt auch genau diesen Trendbruch auch vollzieht. Deswegen fasse ich so ein Ding anders an. Aber das hat nichts mit Lehrbüchern zu tun, wo so eine Sachen beschrieben sind. Das hat was mit meinem Handelsstil zu tun. Ich fasse sowas so an. Ich handle sowas und bisher bin ich auch gar nicht so schlecht damit gefahren. Die Homepage können wir selbstverständlich da reinschreiben. Man muss ja nicht alles regelkonform handeln, oder? Wenn man andersrum auch seinen Erfolg hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Nationalitäten, die spielen nicht regelkonform Fußball. Ich habe nur darauf gewartet. War eine steile Vorlage, tut mir leid, sorry. Ja. Immer mit dem Finger in die Wunde und ein bisschen drinne bohren. Nur Wortspiele heute hier. So, Homepage habe ich da reingesetzt. Wir können auch, das werde ich sogar jetzt mal machen, ich werde nebenbei mal noch unsere E-Mail-Adresse hier reinsetzen. o-systeme.de. So, wenn jemand Fragen hat, hier im Chat ist unsere E-Mail-Adresse, die hallo@forexpro-systeme.de. Forexprosysteme.de ist mein Baby, das ist mein Laden. Die paar Minuten werden wir noch ganz kurz nutzen. Wir sind eine Community mit
Im Moment, ich habe sie nicht, die Zahlen nicht genau im Kopf, aber zwischen 1.100 und 1.200 Händlern, wovon ungefähr 700, 800 Händler aktiv sind. Der Rest ist eher passiv. Wir sind eine Händlergruppe, die versucht, gemeinsam die Ziele zu verfolgen, sich hier nach einem oder nach zwei Regelwerken Punkte aus dem Markt zu kitzeln und nicht von einem Markt zum anderen zu springen und hier mal zu gucken und da mal zu gucken und hier mal ein bisschen drin rumzupulen und da mal ein bisschen drin rumzupulen, sondern unser größtes Problem ist Disziplin. Ich weiß, darüber redet jeder, darüber schnackt jeder, aber viele halten das ja nicht durch. Hier ist es, bei uns ist es so, dass wir uns gegenseitig versuchen zu unterstützen. Wir haben für ich sag mal, neue oder für neuere Interessenten haben wir auch eine Skype-Gruppe, wo 80 oder 90 Mitglieder im Moment drin sind. Ich glaube, über 90 sind es im Moment, die sich dort gegenseitig unterstützen. Wer bei uns mitmischt, kriegt einen Zugang zu dieser Skype-Gruppe. Wenn er mit Chartbildern unsicher ist, so wie die berechtigte Frage gerade von Nelson kam, Mensch, bei so einer SKS ist so eine Nackenlinie dann nicht zu steil oder so. Solche Fragen kann man dort stellen. Dort sind neue Händler, dort sind erfahrene Händler und dort findet man in der Regel auch Antworten und Hilfe. Ich bin da nicht immer. Ich bin manchmal nur da, um die Leute ein bisschen zu bespaßen oder ein bisschen locker zu halten. Aber es sind dort erfahrene Händler, die schon seit Jahren mit uns arbeiten, glaube ich, auch eine Menge gelernt haben, die auch bereit sind, die anderen Newcomer oder Beginner oder Starter dort auch zu unterstützen. Dort kriegt man auf fast jede Frage eine Antwort, aber nur auf Fragen, die Euro pro, DAU pro oder unsere Analysen im DAX betreffen. Alle anderen Setups werden dort ausgeblendet, weil das bringt es ja nur bringen die meisten Leute ja nur durcheinander. So, was muss ich buchen, um Forex Pro zu handeln? Zwei Pills. Morgen, übermorgen in Köln. Nein, also um vollwertiges Mitglied bei uns in der Community zu sein, sollte man auch wissen, wovon wir reden, sollte man auch wissen, was wir handeln. Wir handeln alle unser Euro Pro nach unserem Regelwerk. Das habe ich jetzt gar nicht so genau erklärt, glaube ich. Kann ich ja gleich nochmal Bezug drauf nehmen. Dann sieht das Chartbild genauso aus wie unseres und dann weißt du auch, wovon wir reden. Wir handeln alle ein Regelwerk, unser Euro Pro. Das heißt, man bucht einmalig oder man kauft, man bucht nicht, man kauft eine Lizenz, die kostet einmalig 850 Euro. Dafür bekommt man das komplette Paket, was zu Euro Pro gehört. Man bekommt unser Template. Bei uns gibt es noch ein Handbuch. Also die Generation, die so meinem Alter entspricht, das sind so Dinger, wo man drin rumblättern kann, ne? Nicht die zum Wischen, sondern so viel von dem Zeug wird aus Holz gemacht, nennt man Papier. Da drinnen kann man rumblättern und auch da drinnen arbeiten, sich Stellen markieren. Es gibt es bei uns immer noch mit der Post, solange es die Post noch gibt. Wenn die mal wieder streiken, weil sie 6,5% mehr Lohn haben wollen, schicken wir eine Taube los. Dieses Handbuch, dieses Regelwerk kriegt man mit der Post zugeschickt. Damit kann man arbeiten. Man hat unser Template. Man kriegt einen Zugang zu unserem Ticketsystem. Man kriegt Unterstützung bei der Einrichtung der Plattformen, des Regelwerkes, des Templates von unserem Support. Wie gesagt, Zugang zu unserem Ticketsystem. Dort kann man Tickets ziehen. Man kann uns Chartbilder zuschicken, mit denen man nicht klarkommt, die man nicht versteht, wo man Fragen zu hat. Dann pflücken wir die auseinander, entweder in Einzelgesprächen oder in den Webinaren. Wenn man uns Chartbilder zuschickt, bitte ich immer darum, die Chartbilder auch freizugeben, damit wir sie im Webinar auch auseinander pflücken können. Dazu gibt es Inhalt von Euro Pro, sind auch unsere Zielbereiche, die man hier sieht. Das sind unsere Zielbereiche. Hier um den Zielbereich, hier um die 72 turnt er gerade ein bisschen rum, ist sich noch nicht
Ganz schlüssig, was er hier nur macht. Oft nimmt er diesen Anlauf bis hier hoch, dreht dann um und holt dann die unteren Zielbereiche, arbeitet die dann ab. So, und welche Trading-Software benötige ich? Du solltest um Euro pro handeln zu können, solltest du ein Konto bei FXLet eröffnen. Den Link für die Kontoeröffnung findest du bei uns auf der Homepage, auf der Startseite. Dort kannst du den Link benutzen und dein Konto eröffnen. Und du solltest über unsere Homepage, ich habe hier einen Bildschirm, ich kann das ja sogar am Schirm erklären, ne? Ja. Da haben wir unsere Startseite. Dort findest du einen Link, um das Konto zu eröffnen. Auf der Startseite, da, Kontoeröffnung, Demo oder Live FXLet. Und darunter findest du den Download für den Stereotrader. Das heißt, wir handeln das hier auch alles auf dem Stereotrader, auf unserer Version Stereotrader bei Forex Pro. Weil wir haben da bestimmte Sachen drin, die es nur bei uns gibt. Und auch nur auf unserer Version vom Stereotrader ist die Version Euro Pro lauffähig. Und auch nur diese Version supporten wir. So arbeiten wir, so handeln wir. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich auch gerne bei uns im Büro melden. Per E-Mail ist immer das Beste, das vorher anzukündigen, einen Telefontermin zu vereinbaren. Ansonsten ist hier unsere Telefonnummer, wo du während der normalen Bürozeiten, in der Regel gehen die bei uns von 10 bis 20 Uhr. In der Zeit ist unser Telefon hier besetzt und in der Zeit kriegst du auch einen Telefontermin und dann können wir beide uns ja auch mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und mal darüber reden, was hast du überhaupt vor, was willst du machen. Wie willst du das machen? Dann kann man sehen, ob man ein Stück des Weges gemeinsam geht oder ob man sagt, okay, wir sind uns einig, jeder macht seinen Scheiß alleine. Die Möglichkeit hat man ja, wir sind ja freie Bürger in einem freien Land. Ne? MetaTrader 4 ist die, genau, bei der Kontoeröffnung darauf achten, MetaTrader 4. Also im Moment sind wir noch bei MetaTrader 4. Die ersten Test oder die erste Beta-Version ist raus für die MetaTrader 5-Version, aber wir arbeiten immer noch auf dem 4. Ich wende mich erst an den 5, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin da kein Freund von. So, ja, dann ruf an, ab 10 ist unsere Telefonanlage offen, bis 10 Uhr morgens nicht. Das heißt nicht, dass ich so lange auf dem Sofa liege. Das überlasse ich lieber denen, die jetzt nämlich erst aufstehen, weil sie um 9 in den Markt wollen. Wir heißen immer der frühe Fänger vögelt den Wurm. Wir fangen morgens um 7:45 an. Unsere Webinare, wie gesagt, die könnt ihr bei uns über die Homepage buchen. Den Gutschein habe ich hier reingegeben. Ansonsten schickt mir bitte eine Mail oder in der Nachfassmail, die Nelson euch ja dann schickt, kriegt ihr den Gutscheincode nochmal zugesendet. Der Gutschein hat einen Wert von 75 Euro, den könnt ihr gerne auf unsere Produkte anwenden, wenn ihr euch für irgendwas bei uns interessiert. Wir machen über das Jahr solche Webinare, so wie jetzt, machen wir 150 Stück im Jahr. Ich glaube, ich mache dieses Jahr, das ist auch gar nicht mehr so lange hin, jetzt im Sommer wahrscheinlich mit Nelson mal zusammen das 1222. Ja, das machen wir. Falls Nelson Lust hat. Im Übrigen, da muss ich hier noch was ergänzen. In Köln trinkt man Kölsch, ja. Aber ich wollte nicht dazwischen grätschen, wo wir schon beim Fußballjargon sind. Kölsch? So eine Pfütze. Ja, ja. Ja, gibt es auch in Halbliter-Gläsern? für dich auf jeden Fall. Ja, okay. Dann trinken wir halt Kölsch. Deswegen haben die Kellner alle so eine abgelaufenen Hacken, ne? Ich wundere mich, warum die alle mit schiefgelatschten Schuhen rumrennen. Ja, jetzt erklärt sich das.
Die Bayern rennen alle noch in Hackenschuhen rum, weil die laufen nur zweimal am Abend und die Kölsche Jungs, die müssen sich da Wunderhacken holen. Der Gutscheincode, ich setze den hier nochmal rein für dich, Volker, nur für dich. Da ist er. Den könnt ihr auf unsere Produkte anwenden. So, und damit soll es das auch schon gewesen sein. Ich muss ein bisschen Gas geben. Ich muss mein Auto packen, weil, wie gesagt, wir sehen uns ja. Wir machen morgen früh noch mal ein Webinar. Wer also Interesse hat, dieses Quartal zu besuchen, so ein Quartal mit 35 Webinaren ungefähr, 35, 37 Webinaren, kostet bei uns immer 150 Euro, also umgerechnet ungefähr 3 Euro pro Webinar. Geballte Börsenpower. Wer da Interesse hat, kann ja gerne mal ein Quartal reinschnuppern bei uns. Wie gesagt, dafür ist der Gutschein da. Dieses ganze Quartal werden wir von unterwegs machen, auf Reisen. Wir machen eine kulinarische Reise durch Italien bis nach Sizilien. Deswegen das Thema Pizza, Pasta, Candlesticks. Da kann man sehen, wie man mit einfachen Analysemitteln, mit einfachen Regelwerken seinen Lebensunterhalt bestreitet. Inklusive ist unser Blog unter www.ufbas.de, der auch auf unserer Homepage verlinkt ist, wo wir diese Positionen, die wir dann handeln, in der Regel auch begleiten. Da ist unser Blog. So, und wenn man dann eingeloggt ist, wenn man den Zugang hat, kriegt man die Login-Daten und dann kann man auch diese ganzen Analysen und so weiter lesen. Einmal diese Analysen, die ich selber schreibe, so wie ich die Märkte auseinanderpflücke. Und inzwischen habe ich von unserem Josef sehr, sehr tatkräftige Unterstützung. Das ist nämlich einer der wenigen, der seine Arbeit sehr ernst nimmt und sehr, sehr gute Analysen, sehr genaue Analysen schreibt und die unsere Community zur Verfügung stellt. Und die schicke ich dann oder die veröffentliche ich hier in der Regel. So. Und dann kann man sich die da runterladen, da sieht man sie, da ist die morgendliche Analyse, da sowie, da ist die verlinkt, die habe ich auf unsere Homepage hochgeladen. Sehr schöne Geschichte, so wie er das macht hier, sehr sauber, sehr akkurat, danke. Aber das ist eben unser Community-Charakter, wo einer dem anderen hilft. So, und damit soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Was ist dein Ziel im Euro? Mein Ziel ist unten. 1,2150 wäre jetzt nur angebracht. Das können wir uns ja nochmal ganz kurz angucken. Wenn wir da in den Stundenchart gehen und diese ganze Bewegung jetzt eventuell, wir haben hier einen Doppelboden, seht ihr das? Wenn ihr jetzt das Doppeltop da oben genauso macht, ungefähr, dann sind wir hier erstmal bei 1,2270, 1,2215. Wenn wir hier diese 1,2270 knacken sollten, dann landen wir hier unten bei der 1,2112 und ganz übergeordnet haben wir immer noch die 1,2032. Ja, Jürgen von Herr Lippe, genau. Was sagte der neulich? Kölsch wäre kein Bier, sondern Kölsch ist ein Missverständnis. Ja, gut, den Kerl mag ich. So, jetzt habe ich sogar 5 Minuten überzogen. In Brasilien nennt man sowas Nachspielzeit, auch wenn die sowas ja nicht brauchen. Die entscheiden ja sowas immer. Die entscheiden sowas Das. nicht in der Nachspielzeit, sondern in den ersten 15 Minuten. Mal gucken, was. Ja, wenn du morgen in Köln bist, dann müssen wir mal ein gutes Gespräch führen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Einblick geben, wie wir arbeiten, was wir machen, wie wir an die Märkte rangehen. Wir machen das nicht kompliziert. Wir brauchen keine
sauteuren Indikationen. Ich muss nicht wissen, wie sich ein MRCD berechnet. Ich muss nicht wissen, wie ein RSI, eine Drehstabumkehrformation irgendwie unterstützt oder sonst irgendwas. Das geht mich nichts an. Ich will hier auch nicht der Klügste werden. Ich will hier einfach nur Geld verdienen. Und wer dazu Bock hat, vielleicht mit uns zusammen ein bisschen Geld zu verdienen, wir freuen uns über jeden Zuwachs in unserer Community und für jede auch neue Idee, die uns dabei unterstützt. Und dann und mit diesen Worten möchte ich mich eigentlich hier schon verabschieden und möchte Danke sagen, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid, auch wenn ihr vorne in der ersten Reihe noch 2, 3 Plätze frei sind und da hinten jetzt schon in Reihe 5 ein paar den Raum verlassen haben. Kann ich verstehen, manchen gibt mein Gesabbel ja auch ein bisschen auf den Keks. Geht mir ja auch manchmal so. Fragt mal meine Frau, die hat es viel schlimmer. Wir sehen uns ja dann hoffentlich am Freitag in Köln und ansonsten weiß ich gar nicht, wann wir den nächsten Termin sind. Weißt du das? Ja, nächsten Monat müssen wir mal. Werde ich aber dann auch nochmal per E-Mail Ja. beziehungsweise Newsletter auch nochmal an alle rausschicken. Wird wahrscheinlich Anfang Mitte Mai sein, genau. Gehe ich mal davon aus. Zu diesem Zeitpunkt werden wir uns irgendwo in Mittelitalien befinden. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere da vielleicht wieder dabei ist und uns quer durch Italien begleitet und vielleicht auch ein paar schöne Landschaftsbilder sieht. Im Juni werden wir dann das Webinar, wenn Nelson damit einverstanden. Ich weiß nicht, ob der Termin auch schon feststeht, aber im Juni würde ich den ganz gerne auf Ende Juni legen, weil Ende Juni sind wir dann in Skandinavien. Unsere Reise führt uns bis Mai eben in den Süden, bis Ende Mai. Dann sind wir 3 Wochen zu Hause, packen unser Wohnmobil um auf kältere Gegenden, da wo wir jetzt gerade gewesen sind, weil da sind die Fische auf den Bildern entstanden, nein, die Wale. Und wir gehen dann Mitte Juni, gehen wir auf Reisen nach Skandinavien und ich würde dann ganz gerne nach Mittsommernacht, vielleicht Ende Juni, ein Webinar mit Nelson zusammen machen von nördlich von den Lofoten, wenn wir dann vielleicht wieder auf Walsafari sind, wenn das Wetter es zulässt. Ich glaube, so eine Geschichten sind immer ganz interessant. So, machen wir das. Würde mich freuen, wie gesagt, den einen oder anderen vielleicht bei uns zu begrüßen. Sagt Danke an FX Flat, sagt Danke, dass ihr da wart, sagt Danke an Nelson, dass er vielleicht auch die eine oder andere Spitze erträgt. Natürlich. Okay. Ich danke dir, Thorsten. Ja, hat wieder Spaß gemacht mit dir und auf jeden Fall wieder super Einblicke gehabt. Nutzen Sie die Gelegenheit am Freitag, Thorsten mal die richtigen Fragen zu stellen, direkt vis-à-vis. Da freut er sich bestimmt. Würde mich auch freuen, den einen oder anderen auch persönlich mal kennenzulernen. Die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Ich denke mal, Thorsten wird auch die Aufzeichnung dann auch in seinem Kanal online stellen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg heute, beziehungsweise für die Woche. Passen Sie auf viele Positionen auf. Und Thorsten, danke dir nochmal, aber wir sprechen uns eh nachher nochmal. Weil von daher, bis zum nächsten Mal. Sie kriegen auf jeden Fall noch eine weitere Information zu dem Webinar mit Thorsten und mit uns. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss zusammen. Jo. Danke. Tschüss.